Crime. Ah, mein Name. Crime. Ich wollte erst Friends und dann Freunde sagen, dann kam Prime. Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem übertrieben fresh und clucking Kanal, den ihr schon längst abonniert habt. Solltet weil die Videos einfach fresh sind. Freunde, was geht ab? Spät, mein Name ist BZ. Warum geht das Mund nicht so, Junge? Guck mich. Was? Ich heiße Emre. Und heute reagieren wir auf Shabab mit dem Song Banlieue. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich darauf zu reagieren. Kam relativ plötzlich, der Release. Ja, aus dem Nix, ne? Aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was der gute Shabab gemacht hat. Und das wollen wir uns natürlich nicht leben mit lassen. Mit einem Feature-Gast. Mit einem Feature-Gast, Ilia. Und da bin ich natürlich auch gespannt. Sagt mir nichts. Sagt mir auf Anhieb auch nichts. Wir schauen vorab einmal rein, wer hier die Produzenten sind. Perfekt. Nichts angegeben. Stark. Stark. Okay, damit kann man viel anfangen und ich würde sagen, wir gehen direkt rein und gucken uns das an. Let's go. Schwarz-Weiß, okay. Ist auf jeden Fall schon mal ein düsterer Beat, ja, den er gewählt hat. Scheint so, als wenn das ganze Video dann auf schwarz-weiß ist, ne? Ja, also die ersten Szenen waren auf jeden Fall alle schwarz-weiß, ne? Gucken wir mal, ich bin gespannt. Ja, doch. Wahrscheinlich Bandier. Das ganze Video. Hab ich mir nicht ausgesucht. Mache schlechte Taten, Reue auf und sitzt der Fluch. Auf Schulden bei den Brüdern, folgt darauf ein Hausbesuch. Ist das irgendwie ein bisschen leise? Liegt das an uns? Mach mal ein bisschen lauter. Scheint so, als wenn die Stimme nicht so zum Vorschein kommt, irgendwie, ne? Da fehlt irgendwie so der. Ich hab das Gefühl, es liegt eher am Mix und Mastering, aber warte mal. Machen wir mal nochmal. Ne? Yeah. Starten wir nochmal rein. Hab ich mir nicht ausgesucht. Mache schlechte Taten, Reue auf und sitzt der Fluch. Auf Schulden bei den Brüdern, folgt darauf ein Hausbesuch. Ja, es ist nicht so geil gemixt und gemastert an der Stelle. Das fällt halt direkt auf. Und ich finde auch den Einstieg, so, er kommt rein mit diesen Weg, diesen Filter mit. Das kommt zum Beispiel cool, ne? Ja. Aber diesen Weg habe ich mir nicht ausgesucht. Auf uns lastet der Fluch irgendwie so. Finde ich nicht so cool, Bruder, weil hat man schon zu oft gehört. Und weißt du, vor allem die ersten Sekunden sind immer sehr, sehr, sehr wichtig, um einen direkt zu catchen. Und das war halt geil bei RS Coupé, weißt du? Der Beat ist angegangen, du wusstest, okay, bei diesem Beat, das ist ein Hit. Und dann dieser Einstieg, okay, du warst direkt im Song, du wusstest, der Song ist tamam. Ja. So. Mache schlechte Taten, Reue auf und sitzt der Fluch. Auf Schulden bei den Brüdern, folgt darauf ein Hausbesuch. Polizei, Konzert am Suchen, denn das sind wir auf der Fluch. Das ist Ilia, glaube ich, ne? Bitte? Das hört mal raus, das ist Ilia, ne? Das hörst du an der Stimmfarbe, glaube ich. Ich sag dir gerade ehrlich, ich bin mir jetzt gerade gar nicht mal so sicher, weil wir haben noch nicht so viel von Shabab gehört. Kann auch sein, dass er... Aber du merkst das ja an der Raue eigentlich. Shabab ist ja bekannt für dieses Raue. Ja. Weißt du, das muss Ilia sein. Muss. Hier wird gestochen und gerippt, Achim für Platter. Brauche Cash, Brother, 9 MM-Beifahrer. Also hoffe ich. Ich hab versprochen, dass ich mich verändere. Bitte? Also hoffe ich, weil gerade fängt der Bruder auch an, raus zu rappen, Bruder. Also hier, das ist auf jeden Fall Shabab. Das hört man raus. Aber das hört sich, das hört sich cool an. Das hört sich cool an. Das kommt cool, ja. Aber was davor war, muss ich sagen, für meinen persönlichen Geschmack, nicht so nice. Ja. Für meinen persönlichen Geschmack. Kann natürlich auch sein, dass ihr es da draußen feiert. Schreibt auch gerne eure persönliche, ehrliche Meinung in die Kommentare. Aber ich muss sagen, bis jetzt... hat er mich noch nicht gepackt mit dem Song. Ja, wir haben bis aber jetzt noch nicht so viel von Shabab gehört. So. Deswegen, vielleicht wird der Shabab uns da umhauen. Sie klopfen nach Tür, meine Tür. Gefangen in der Hut, der Duft meiner Gasse verführt. Sag mir nur, kommen wir raus aus dem Block oder bleibe ich hier, bis ich sterbe. Mein Haus ist nicht groß, ich steh nachts am Balkon und blick in die Ferne. Okay, doch, diese Passage war in Ordnung. Die war cool. War in Ordnung. Da ist sehr viel Potenzial in einem Shabab. Ja. Weißt du? Man muss. Ich finde nur so, ich glaube, ich weiß nicht so, die. Ich weiß nicht, wie der die Songs aufbaut, also mit was für einem Team oder sonst was, weil das Mix und Mastering ist nicht so krass. Ne? Und ich weiß auch nicht, wie Shabab sich um seine Song-Releases kümmert. Weil so Mix und Master ist A und O und daran merkst du schon, wie viel Mühe sich der Künstler gibt und dann B bei dem Musikvideo. Wenn du viel schwarz-weiß hast, weißt du, da ist sich viel Mühe hinter, weil das kannst du einfach abfilmen, du siehst die Künstler kaum, weißt du, das ist so eine Low-Budget-Produktion. Ja, ich weißt du? Ich finde so,
das ist gut, dass ein Künstler wie Shabab bei Icon ist, weil da kann er, glaube ich, sein hundertprozentiges Potenzial ausschöpfen mit einem guten Master, Mix und Mastering und alles drum und dran. Was ich auch dazu sagen muss, ich glaube, es ist auch ein bisschen zu früh für Features. Ich würde sagen, mach dich erstmal selber bekannt. Ist schön, dass du deine Freunde auch mit hochziehen willst direkt, ne? Ist korrekt, aber Bro, versuche erstmal dir volle Aufmerksamkeit auf dich selber zu lenken. Und wenn du sie dann hast, guck mal, Bobby macht immer noch keine Features. Das hat seinen Grund. Jetzt mittlerweile. Weißt du, jetzt macht er erst mit Farid, ja. Weißt du, aber er wird auch nicht jetzt, glaube ich, mit unbekannten Leuten machen. Weißt du, deswegen achte auf jeden Fall drauf. Ne? Also ist zwar schöner Hintergrund, den du da hast, schöner Gedanke, aber du musst auch auf deinen eigenen Arsch achten. Safe. Sag ich dir, wie es ist. Jagd auf dem Bargeld. Zu dem hinzuzufügen, was du sagst, gerade das macht ja den Bobby so interessant. Ja, voll. Weißt du? Keiner kann sofort ein Feature mit dem machen und er macht sich auch selber teurer, als er wahrscheinlich ist. Ja, so untouchable. So, weil untouchable, genau. Und dadurch steigt sein Feature-Wert auch viel mehr in die Höhe, weil die Leute können sehen, ah, ey, guck mal, keiner hat ein Feature mit Bobby, der hat gute Streaming-Zahlen, ich will auch, ich muss mehr zahlen. Und bei einem Shabab siehst du dann dagegen, ey, guck mal, Feature. Ja, ja. Weißt du, das muss der besser machen, so. Da muss er noch ein bisschen marketingtechnisch besser denken. Safe. Illusion, du verkaufst deine Seele für ein bisschen Koks. Gefährliches Leben, Bruder, Tradition, hab das Eisen am Schuss, keine Rede, die groß. Schmeiß die Kippe am Verlust, kein Stopp mehr, gnadenlos, fahren in den Tod. Das ist dieser Ilir, glaube ich, jetzt. Das war vorher, glaube ich, Shabab im ersten Part. Ich glaube, ich weiß, ich kann auch sein, dass ich falsch liege. Ich schätze mal. Aber ich bin, ey, ich muss, um ehrlich zu sein, sagen, ne, ich bin ein bisschen enttäuscht, ne? Ich bin voll enttäuscht, nicht ein bisschen. Ja, Bruder, also Shabab muss ich. Shabab war der erste Künstler überhaupt, der in 2 Wochen 1,2 Millionen erreicht hat, ne? Mhm. Mit LSKP. Der hat alles gesprengt, muss man sagen. Und das dagegen. Schade. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob der Druck zu hoch ist. Ich weiß nicht, Alter, warum er überhaupt auch jetzt so diesen Song released hat, so, weißt du. Ich würde als Newcomer nicht einfach alles releasen, was du jetzt fertig hast, weißt du. Bring wirklich, vor allem jetzt gerade während des Turniers, bring nur die besten, allerbesten Songs raus. Weißt du, mit einem Song, der schon nicht mehr so gut ist wie die anderen, schießt du dir schon selber ins Knie. Die Leute vergleichen das jetzt. Ja. One-Hit-Wonder und jetzt so, weißt du. Nee, Bruder, ich würde mir Shabab wirklich konzentrier dich nur darauf, dieses Jahr nur für Icon zu nutzen, solange du im Turnier bist. So, nutz die Qualität von Icon mit deiner Qualität und versuch Hits zu landen. Was danach passiert, ist in deiner Macht, weißt du. Aber jetzt bist du dann konzentriert, glaub mir nur auf Icon. Ja. Guck mal, ich sag immer zu dir beispielsweise, man kann sich nur auf eine Sache zu 100% konzentrieren. So. Weißt du? So, du kannst nicht, keine Ahnung, YouTuber sein, dann Rapper sein, dann Streamer sein, dann Buchautor sein, du kannst nicht dies und das, du kannst nicht alles gleichzeitig sein, Bro. Weißt du, und das gleiche bei Shabab, setz deinen Fokus dieses Jahr aufs Turnier, weil das wird dir mehr bringen langfristig, als wenn du jetzt so hin und her, mal auf meinem eigenen Kanal, mal bei Icon und dies und das. Bro, man sieht jetzt schon, die Qualität leidet darunter. Ja. So. Mein Mann schlägt Alarm, spült die Sorgen weg, bisschen Jicky Coke, schwarz oder rot. War schon immer ein Star, auf einmal wird alles wahr. Ich mach Rap für die Gegend, zähl es, lass es regnen. Leben schmeckt süß, Coco, in der Stadt hören Jojo. Also ich muss sagen, bei diesem Ilir, jetzt hier am Ende, Ansätze sind da, ne? Es ist jetzt nicht schlecht, aber es ist für mich jetzt auch noch nicht krass, so, weißt du, was ich meine? Also es ist okay, so. Weißt du, woran mich das bisschen erinnert? Kannst du dich damals bei Sunny dran erinnern, als Krankenwagen kam und danach Olo da? Ja, war es auch so. Genau so ist das. Yeah. Weißt du, erst kam LSKP, jetzt kam Banlieue. Ja, ja. Weißt du, deswegen Shabab muss sich wirklich darauf konzentrieren. Es ist aber auch irgendwo gut, dass das passiert ist. Er lernt jetzt daraus. Ne, er weiß, worauf er sieht, okay, guck mal, die Zahlen gehen hier und da ist die Qualität höher. Der ist ja nicht dumm. Der weiß ja, was der macht. So. Mix und Master merkt, okay, bei meinem Song Banlieue war jetzt nicht so krass wie bei Icon. Und ich glaube, jetzt hat er auch so die Kritiker denken jetzt so, ah, guck mal, One Hit Wonder war nicht gut und sonst was. Und jetzt müsste der hinkommen, erste Runde, und eigentlich ein Welthit raushauen. Der müsste zeigen, das ist Shabab. Ist eigentlich auch gut, weil jetzt hat der ein bisschen mehr Druck. Und mit dem, umso mehr Druck die Künstler haben, weißt du, ja, umso besser arbeiten die. Ja, du hast recht. Vielleicht ist das wirklich mal so eine, weil wenn du so auf dem Weg bist zu denken, boah, jeder Song, den ich mache, die Leute lieben mich, ich bin krass und so. Vielleicht ist das jetzt gerade so eine Bremse für dich. So ein Arschtritt. Ne? So. Das könnte wirklich sein, ja, Mann. Ja.
Ja, ich muss sagen, ich find's gut, dass man so viel Shabab und Ilir gesehen hat. War er nicht einmal, Land? Nicht einmal. Der war zu Hause im Bett, der hat gesagt, Chalas, ihr macht Video, ich guck mir an, schick mir einfach. Schick einen Stuntman dahin. So. Ja, Freunde, das war's hier auf jeden Fall von der Reaction. Wenn es euch hier gefallen hat, lasst natürlich ein Like da, lasst ein Abo da. Und das, was wir hier gesagt haben, ist natürlich nur unsere persönliche Meinung. Wir meinen es natürlich nicht schlecht für den Bre. Sondern ganz im Gegenteil, ganz genau, wir wollen ihm nichts Böses, sondern eigentlich nur was Gutes. Das bestmöglich und, aus dem Bus erschöpfen, ne? Ja, so. Und wenn es euch hier gefallen hat, Freunde, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao, ciao.